So, herzlich willkommen, wir machen weiter. Die Kugel da könnte dieses Gerät sein. Gut, alles was wir jetzt noch tun müssen, ist die Kugel zu zerstören. Und zack, er rennt alleine los und Iris rennt mit. Zerstört die Kugel und der Fluchtzauber wird wieder funktionieren. Gut, ich tu's. Nimm das! Paff! Eine etwas rabiate Methode, aber sie scheint zu funktionieren zu haben. Die Blockade ist weg. Na endlich, dann lass uns jetzt hier verschwinden. Hey, Deka. Verdammt, ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Was? Ich werde diesen Ort nicht lebend verlassen. Du lebst? Ah, und tschüss. Geht, geht, flieht, solange ihr noch könnt. Deka, halte aus, ich bin schon unterwegs. Nein, der Tempel stürzt vor zusammen. Hau ab, Maxim. Glaubst du, ich lasse dich hier allein zurück? Der Tempel bricht gleich zusammen. Iris, bring sie jetzt zurück. Jetzt. Aber... Ich sagte jetzt. Flucht. Idora, ich verfolge dich bis ans Ende der Welt. Boah. Und an der Stelle war ich total wütend. Weil erstens Deka meine besten Sachen hatte und zweitens Deka ist mein Lieblingscharakter. Deka. Nein, das darf einfach nicht wahr sein. Es wird ihm schon nichts passieren. Er kann gut auf sich alleine Acht geben. Ich hätte den Fluchtzauber nicht zu früh einsetzen sollen. Wenn du es nicht getan hättest, wären wir alle verloren gewesen. Wo gehst du hin? Ich werde für Deka beten. Mehr kann ich im Augenblick nicht tun. Was machen wir jetzt, Maxim? Wir setzen unsere Reise natürlich fort. Ja, finde ich sehr traurig, aber wir können es jetzt nicht ändern. Das war Deka und jetzt geht es nach, ich glaube, Kyoto. Kyoto hieß das so, weil wir könnten... War das hier unten? Nein, es war oben. Ach, guck an. Nee, irgendwas mit K war die nächste Stadt. Kyoto war Japan. Gott, wie hieß die Stadt? War Kyoto Japan? Ach, egal. Ich bin momentan etwas verwirrt. Wir werden gleich sehen, wie die Stadt heißt. Das war's dann. Oh, nerv nicht. Als ob du mir was tun könntest, großartig was tun könntest. Ha, gerade noch rechtzeitig korrigiert. Kytos, ich wusste doch, es war irgendwas da. So. Shop. Womit kann ich euch weiterhelfen? Mit guter Rüstung. Wir schauen erstmal ganz unten. Schraubstock. Na gut, dann eben Steinbrecher. Erstmal von unten her weg. Bärenschild. Mut wird gesenkt um 10. Strategie um 5. Aber dafür steigt die Verteidigung und der Angriff. Das kriegst du dann. Rosenschild. Oh. Silberhelm. Glaszylinder kriegst du. Ah, da war was. Seitentoga. Und die Silberweste. Gott, langsam wird es echt teuer, das Zeug. Haben wir hier einen Zauberer? Hier Kirche. Oh, da geht's raus. Ne? Da wollen wir nicht. Items brauchen wir nicht. Items. Wir brauchen Zauber. So, wir schauen mal runter. Dieses Schiff steht ab sofort zum Verkauf.
Wenn wir das Schiff ansprechen, neigt es sich zu uns. Wer wird das Schiff denn verkaufen? Eine junge Frau ist gestern nach Süden gegangen, sie sah irgendwie besorgt aus. Ihr seid bestimmt Reisende, ihr braucht unbedingt ein Schiff für den Rest eurer Reise. Ich hörte, es wäre ein Schiff günstig zu verkaufen. Wollt ihr mal mit dem Händler reden? Ja. Gut, folgt mir. Oh, das hakt ja momentan, das ist ja unglaublich. Hallo, ich habe dir einen Kunden mitgebracht. Hoppla, wo ist Lexis hingegangen? Muss im Labor sein. Seid ihr diejenigen, die am Schiff interessiert sind? Nein, naja, anschauen kostet ja nichts. Das ist es. Es ist fast wie neu und ein richtiges Schnäppchen. Warum will der Besitzer ein fast neues Schiff verkaufen? Der Besitzer ist Lexis Shaya. Er ist vielleicht komisch. Und er denkt, er sei ein genialer Erfinder. Er erfindet immer seltsame Sachen und weil das eine Menge Geld kostet, braucht er ständig Geld. Wie konnte er sich dann leisten, dieses Schiff zu kaufen? Naja, er sagt, er hat einen sternreichen Typen dazu überredet, eine seiner Erfindungen zu kaufen. Das klingt ziemlich merkwürdig. Unglaublich. Am besten, wir schauen uns den Typ mal persönlich an. Vielleicht ist er wirklich ein Genie. Lex ist in der Höhle nördlich von hier. Dort ist auch sein Labor. Redet auf jeden Fall persönlich mit ihm. Ja, dann schauen wir da noch hin. Das werden wir noch machen. Da muss ich auch irgendwann ins Bett. Studieren wartet nicht. Die Musik ist cool. Willkommen in Shayas Labor von Lexis. In Shaya Labor von Lexis. Wer es nicht glaubt, der irrt sich. Ach ja. Ja, ich falle momentan in jede Falle rein. Also erstmal da. Willkommen, Herr Knight, doch tritt nun ein. Hinter dieser Tür soll das Laboratorium sein. Ich glaube nicht. Ha! Huch, ihr seid Fremde, oder? Wie seid ihr hier reingekommen? Bist du Lexis? Allen Berechnungen nach bin ich wirklich Lexis. Ich bin Maxim und das hier ist Celan. Man hat uns erzählt, du würdest dein Schiff verkaufen wollen. Ihr wollt also mein Schiff kaufen. Das ist wunderbar. Warum verkaufst du ein solch großes Schiff? Es ist groß, aber nicht stabil genug, um dies hier zu tragen. Was ist das? Ich nenne es Motor. Und was macht ein Motor? Öl und Luft werden in einem Zylinder vermischt und erzeugen eine Verbrennung. Der Motor macht sie sehr schnell. Wenn er funktioniert, kann ein Schiff ohne Wind segeln. Aus eigenem Antrieb. Ernsthaft? So einen Schrott habe ich noch nie gehört. Die Zeit für einen Test ist nun gekommen. Ihr werdet nun Zeugen einer glorreichen Erfindung. Eine Erfindung, die die Welt verändern wird. Los geht's! Tada! Schau, der Propeller setzt sich ohne Wind in Bewegung. Es ist unglaublich. Es kann sogar noch schneller rotieren. Haha, sagt ihr es? Dieses Ereignis werde ich nie wieder vergessen. Ich gehe, Maxim. Lass uns Satos fragen, ob er uns ein Schiff baut. Ja, einverstanden. Wartet einen Augenblick, ihr meint, Satos baut wieder Schiffe? Ja, warum fragst du? Er wollte doch keine Schiffe mehr bauen, bevor er nicht den Aura-Baum gefunden hat. Wir haben für ihn den Baum gefunden. Ist das wirklich wahr? Da soll mich doch der Einstein holen, das ist fantastisch. Kennst du Satos? Klar, er baut die besten Schiffe der Welt. Er könnte sogar ein Schiff für meinen Motor bauen. Warum braucht ihr denn ein Schiff? Ihr seht nicht wie Seeleute aus. Wir müssen einen Gegner besiegen und benötigen dringend ein Schiff. Gegner? Vielleicht derjenige, der Godovan zerstört hat und Pandorea versenken wollte. Woher weißt du davon? Mein Kymograph hat ausgeschlagen. Kymo was? Kymograph, ein Gerät, das eigentlich rhythmische Bewegungen mechanisch aufzeichnet. Ich habe den Kymographen umgebaut. Er kann nun Energiewellen aufnehmen. Er hat zweimal immens hohe Energiewellen aufgenommen.
und dass Asgardovan und Pandoria angegriffen wurden, nicht wahr? Ja, genau zur gleichen Zeit. Wo ist dieser Kymograph? Wollt ihr ihn mal ausprobieren? Das ist er. Was sollen wir tun? Nur konzentrieren. Okay, ich versuche es. Oh, wie er ausschlägt. So viel? Das sind 5-mal stärker Energie werden, als ich hier an einem Menschen gemessen habe. Tja, so bin ich nur. Die Maschine funktioniert wirklich hervorragend. Lass es mich auch mal versuchen. Was? Wie war ich? 8-mal stärker. Meine Energie ist also stärker als die von Gui. Ah, die Maschine muss kaputt sein. Das kann nicht sein. Maxim, du bist dran. Ja. Die Nadel ist aus dem messbaren Bereich. Das Gerät kann die Energie nicht mehr messen. Fantastisch, Maxim. Also ich sage euch, die Maschine ist kaputt. Wer seid ihr, dass ihr über solche Kräfte verfügt? Nur ein paar Verrückte, die 4 Höhlenfürsten besiegen. Falscher Redner. Nur ein paar Verrückte, die 4 Höhlenfürsten besiegen und die Welt retten wollen. Höhlenfürsten bekämpfen? Das ist wirklich verrückt. Hab ich doch gesagt. Gui, würdest du die paar Verrückten bitte zurücknehmen? Ich bin nämlich nicht verrückt. Meinst du etwa nur Maxim und ich habe eine Meise? Maxim doch nicht. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Ja, ja. Schon gut. Lexis, wir müssen jetzt gehen. Hey, nimm mich mit, Wind! Dich? Warum? Ich will auch gegen die Höhlenfürsten kämpfen. Ist sicher sehr interessant. Ich glaube es nicht. Noch ein Verrückter. Es wird aber eine sehr gefährliche Reise. Ich bin alt genug, um meine Entscheidung zu treffen. Aber... Ich kann mit dem Schwert umgehen und sogar einige Zauber. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Du und Zaubern. Interessante Kombination. Ich werde auch den Motor in das Schiff bauen. Dann könnt ihr überall hin. Motor, du machst nur Scherze. Ich habe keine Lust, mitten im Meer absaufen zu müssen. Keine Angst, ich habe ihn modifiziert. Er ist nun ganz sicher. Ja, wann denn? Wirklich? Ja, ich bin doch ein Genie, oder hast du das vergessen? Was meinst du, Maxim? Wenn der Motor wirklich funktioniert, kann er uns sehr nützlich sein. Genau, ich baue einen Motor und ihr besorgt ein eigenes Schiff. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Maxim. Nexus ist ein wahres Genie. Wir werden ihn sicher noch brauchen. Also gut, gehen wir nach Alea und reden mit Satos. Ach so. So, Zauber. Warp. Und wir müssen nach Alea. Offensichtlich. Ja, das Schiff ankert. So. Hallo, schön euch zu sehen. Was wollt ihr? Wir möchten, dass du uns ein Schiff baust. Warum wollt ihr ein neues? Ein gebrauchtes ist viel billiger. Es muss aus dem Aurabaum hergestellt werden. Ein anderes Schiff könnte den Motor nicht tragen. Den Motor? Du meinst Lexis Motor? Ja. Lexis ist ein Genie. Mit dem Motor können wir ein gewaltiges Schiff bauen. Okay, ich baue das Schiff. Aber wegen dem Motor muss ich eine neue Berechnung machen. Das kann etwas dauern. Wo haltet ihr euch auf? In Kytos. Da muss ich durch das Wassertor von Auralio. Gibt es da ein Problem? Nein, wartet in Kytos auf mich. Ich bringe euch das Schiff, sobald es fertig ist. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Also verliert nicht die Geduld. Ich werde jetzt an dem Schiff weiterarbeiten. Was machen wir jetzt? Wir gehen nach Kytos und warten darauf, dass das Schiff fertig wird. Ja, das machen wir nächstes Mal. Wir haben jetzt hier noch ca. 20 Sekunden Zeit. Und deswegen werde ich jetzt sichern und sage Cut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.